Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Raspberry Pi. Das Betriebssystem installieren. Für einen funktionierenden Raspberry Pi Computer ist ein Betriebssystem, das einen ARM-Prozessor unterstützt und auf einer SD-Karte installiert ist, notwendig. Vorzugsweise sucht man sich eine freie, kostenlose Linux-Distribution aus, die speziell für den Raspberry Pi erschaffen wurde. Die findet man zum Beispiel hier auf der Seite www.raspberrypi.org/downloads. Zum Beispiel gibt es Raspbian, eine auf Debian basierende Linux-Distribution mit der ressourcenschonenden Benutzeroberfläche LX.de, oder PyDora, auf Fedora basierend mit der Desktop-Oberfläche XFCE. Oder PyBang Linux basierend auf Debian und Raspbian mit OpenBox. Hier werde ich nun zeigen, wie man das SD-Karten-Image Raspbian auf eine SD-Karte schreibt und das an einem PC mit SD-Karten-Leser-Schreiber, nicht am Raspberry Pi selbst. Unter Windows könnte man das Programm Win32 Disk Imager nutzen, um das Image auf die SD-Karte zu schreiben. Aber hier bei Linux, dann erster Schritt, das Raspbian Image herunterladen von der Seite www.raspberrypi.org/downloads, einfach die ZIP-Datei anklicken und herunterladen. Das habe ich schon getan. Die ist jetzt hier im Ordner Test. Dann mit SHA1 Sum die Prüfsumme bilden und die Integrität checken. Und zwar öffnet man dazu ein Terminal und dann gibt man ein SHA1 Sum und dann einfach die ZIP-Datei mit Sternchen.zip aussuchen, da es hier nur eine ZIP-Datei gibt. Ist das okay? Und dann die Prüfsumme kontrollieren, vergleichen mit der Prüfsumme, die hier zu sehen ist. Und wie man sieht, ist es genau die gleiche. Also Integrität gecheckt und okay. Dann dritter Schritt, die Datei, die ZIP-Datei, entpacken. Einfach Doppelklick drauf und anklicken und entpacken. Das dauert dann ein Weilchen. Denn die Datei, die dann dabei rauskommt, die IMG-Datei, ist 3 GB groß. Dann nächster Schritt, die SD-Karte einlegen in den SD-Kartenleser-Schreiber und herausfinden, welches Gerät die SD-Karte ist. Dazu gibt man dann ein DF-H. Und hier ist es das Gerät -F-SDB mit einer Partition hier. Aber als nächsten Schritt dann die Partition anmounten mit umount -def-SDB1. So, da ist sie nicht mehr da, aber das Gerät ist immer noch da. Und zwar sieht man das hier bei SUDO Leerzeichen FDISK-L. Hier sind die beiden Partitionen immer noch da und das Gerät natürlich selbst. Dann als letzten Schritt das Image auf die SD-Karte schreiben. Und zwar gibt man dazu ein SUDO Leerzeichen DD Leerzeichen BS ist gleich 1M. Dann if ist gleich und dann kommt die Image-Datei. Die zieht man sich dann einfach ins Terminal per Drag and Drop. Dann off
ist gleich, dann kommt das Gerät. Schrägstrich def, Schrägstrich sdb, ohne irgendeine Partition. Und dann Enter und dann ein Weilchen warten, bis das Image dann auf die Karte geschrieben wurde. Und dann hat man sein Raspberry Pi Betriebssystem, tja, für den Raspberry Pi fertig und kann loslegen. Das war User Power von oben Screencast. Ciao und viel Glück.